Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Nier. Im letzten Part haben wir hier Falkenhorst betreten und naja, sagen wir es mal so, da waren überall Schatten, alles war irgendwie scheiße und ja, der Bürgermeister wollte nicht so ganz mit uns reden und zusätzlich haben wir seine Lieferung verkackt. Also komplett perfekt. Also gehen wir mal zurück. Und schauen, was wir hier noch so finden. Den Bereich habe ich ja ein wenig ignoriert. Oh, da ist was. Was ist denn da? Was ist das? Ja, schauen wir uns das mal an. Nice flowers. Those are Lunatears, legendary flowers of almost perfect beauty. That's the flower I told Yona about. Hands off the flowers. That's quite the outfit. I fear we have greater issues to deal with. Is she a shade? What? What are you waiting for, fool attacker? Hey, hey, what? Ich dachte, Schatten sehen nicht aus wie Menschen. Das ist nicht cool. Lass mich in Ruhe. Ja. Au. Na komm. Fall ins Gesicht. Natürlich habe ich dich getroffen. Was auch sonst. Ah, au. Du musst mich nicht gleich durch die... Ah, okay. Du musst dich die ganze Zeit mich hier durch die Gegend schlagen. Reicht. Ey, lass mich ruhig. Alter, du bist zu schnell. Gefällt mir nicht. Na komm. Ah, jetzt. Ah, gut, wir haben sie gestunt. Sehr schön. Und nochmal. Fuck. Ja. Jetzt aber. Nice. Is that all? Ach komm, please. By my very pages. Ah. Ja, ich werde aufpassen. Danke für den Hinweis, Weiss. Au, oh, fuck. Die schmeißt mich hier durch die gesamte Map. Jesus Christ. Okay, jetzt muss ich treffen, sonst kriege ich richtig aufs Maul. Ah. Nicht so ganz getroffen. Ah, ja gut. Du bist offen. Ha. Ja, steht einfach rum und denkt dir nichts dabei. Ist okay. Au. Alter, was war das für ein Tritt? Please. Was kann die eigentlich? Au, au. Hör auf damit. Dann finde ich dich cool. Ah, oh fuck. Da hat mein Stun-Angriff nicht ganz getroffen. Ah, schon wieder nicht. Oh, na super.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bullet Hell. Das frage ich mich auch. Ein Boss nach dem anderen hier, oder was? Kriegt man denn nie seine Ruhe? Was soll das denn? Und ich bin ziemlich, ziemlich low. Ich brauche unbedingt was. Items. Komm, pfeifen wir uns ein paar rein. Nichts da. Wir schießen ihm ins Gesicht. Ah, wir könnten mehr Magie gebrauchen. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, was. Pass auf die Schockwelle auf. Wirklich, wirklich, Weiß. Danke für deinen Hinweis. Darauf wäre ich nicht von alleine gekommen. Der Fuß. Attackier mir den Fuß. Ah, der ist ja kaputt. Ah. Aufpassen. Zieh dich hier nicht zurück. Das finde ich nicht cool. Einmal anschießen. Oh Gott, nein. Was spuckst du da raus? Ich weiß nicht, was das ist. Machen wir sie mal kaputt, weil sie rumschießen. Finde ich nicht gut. Ah, sie bewegen sich. Ist eklig. Auf damit. Ach was. Oh fuck. Oh fuck. Entspannen Sie sich, junge Dame. Entspannen Sie sich. Mhm, da hast du recht. Wir, also hier, ne? Wir haben einen Punkt. Okay, wieder die Eier. Machen wir die kaputt. Na komm schon. Ja, ja, sehr schön gemacht. So, versuchen wir mal einen Pfeil wieder drauf zu hauen. Sehr gut. Ah, sehr schön. Das andere Bein. Nice. Ah, fuck, fuck, fuck. Dieser Angriff hier ist auch irgendwie so ein Angriff, den man, glaube ich, nie rausnimmt. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt... Wahrscheinlich kann man den rausnehmen, aber man will einfach nicht, weil er so eine gute Abwehr ist gegen halt alle möglichen Projektile. Das macht's halt sehr, sehr... Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, nein, das wollte ich nicht. Ah, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Entspann dich. Riesiges Monster. Wir wollen dich nur umbringen. Da musst du doch nicht gleich so ausrasten. Ah, ist ein bisschen schwer von hier zu treffen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. ich glaube, wir werden hier ein bisschen gekombot. Okay, jetzt. Jetzt. Komm. Ah, ich kann nicht optimal das Gesicht treffen. Ah, jetzt sollten wir eigentlich mit einem guten Pfeil treffen können. Ja. Entspann dich doch mal. Au. Natürlich werde ich noch am Ende getroffen. So, jetzt habe ich da bei dem Pfeil ver... Ich hatte gerade Angst, dich zu treffen. Oh boy. Okay, aber jetzt. Jetzt. Komm, lass mich kaputt machen. Nice. Sehr schön. Wieder nur die Hälfte. Aber alle einzeln drauf. Thanks. I told you to stay out of the way. Symbols are disappearing. I've never seen the like.
This one has been possessed by Shade. She exists as neither fully human nor other. I guess half-human is better than no human at all. But if that part goes, I'll cut her down like all the rest. Einen versiegelten Vers erhalten. Dunkle Hand. Oh, so ein guter Angriff. Ich liebe diesen Angriff. Übrigens, einer der besten Soundtracks überhaupt. Hey. Warum hast du mich gerettet? Weil du ein Mensch bist. Anscheinend siehst du nicht allzu gut. Wir haben keine Zeit, über deine Menschlichkeit zu diskutieren, Frau. Nun, du bist halt Mensch und ich werde von einem sprechenden Buch begleitet. Belassen wir es dabei. Mein Name ist Keine. Ah, ein Name, den wir im Dorf gehört haben. Es wird nichts Gutes dabei herauskommen, wenn ihr in meiner Nähe bleibt. Warum verschwindet ihr nicht einfach? Okay. Oh, und eine Sache noch. Ich jage dieses Ding. Ihr haltet euch gefälligst davon fern. A half-human and a giant shade. I could deal with one, but both. So long. Ja gut, wir gehen ja schon. Tschüss, gute Musik. Ich vermissen. Übrigens, wir können mal schauen. Wie habe ich das nochmal gemacht? Magie. Dunkle Hand. Ach, hier kann ich auch Wörter hinzufügen. Was bringt dieses Wort denn eigentlich? Kein Effekt. Okay. Dann halt nicht. Dann nehmen wir mal Dunkle Hand. Jetzt muss ich nur gucken, wie man das nochmal umgerüstet hat. Das ist schon so ein bisschen her. Hier nicht. Magiefertigkeiten. Ja, genau. Ausweichen, verteidigen. Ja, das ist ganz sinnvoll. Jetzt ist die Frage. Brauche ich blocken wirklich? Eigentlich fällt mir gerade nicht wirklich so ein Moment ein, wo ich mir denke, ja, ich brauche blocken unbedingt. Deswegen packen wir da dunkle Hand rein. Falls wir es mal gebrauchen sollten, dann kann man ja immer noch umrüsten. Übrigens, das ist hier dieser coole Faustangriff. Er ist richtig super. Und wir haben unseren zweiten Vers mittlerweile. Es geht also voran. Recht schnell. Was machen wir als nächstes? Sprich mit Popola oder schau nach Jona? Ich würde sagen, wir gucken erstmal nach Jona, oder? Das ist eine gute Idee, denke ich. Im Prinzip, wir hätten... Sind die wo Shades? Friss Faust! Ich liebe diese Faust. Ey, Schaf! Kennst du schon... Habe ich gerade echt nicht getroffen? Schaf, bleib stehen! Bleib stehen! Ich will dir meine Faust zeigen! Ha, da machst du nichts. Die Faust ist relativ stark. Und ich habe sie eigentlich schneller in Erinnerung. Aber ich glaube, ja genau. Das wird halt auch besser, wenn wir mehr Mana haben. Aber wir haben aktuell halt nichts. Wir haben auch eine ganz, ganz kleine Lebensleiste. Und ja. Ich glaube, das Maximum Level, ja, das sollte 30 sein. Wie wir halt am Anfang gesehen haben. Und wir werden wahrscheinlich das Maximum Level erreichen. Ich glaube, ich habe tatsächlich damals das Maximum Level erreicht. Das war. Ey! Schmeiß mich nicht die ganze Zeit so rum. Oh, da ist ein Wort. Nice. Ah, nee, das ist ein medizinisches... Ah, das ist ein medizinisches Kraut. Na gut, gehen wir direkt zu Jona. Je nachdem, was wir auch gerade gewählt hätten, hätten wir jetzt gleich ein anderes Ziel. Aber wir werden beide Ziele sowieso besuchen, von daher... Ach ja.
Ich sollte auch mal gucken, dass wir bald unser Reittier bekommen. Das kann man sich nämlich auch holen. Das ist ziemlich cool. Da kann man auch so ein Wildschwein umherreisen. Ist nicht unbedingt nötig, ist aber angenehm. Ist halt aber recht schwer, es jetzt schon zu bekommen. Man kann es machen. Ist aber halt mit einer gewissen Gefahr immer verbunden. Ach, warte. Jetzt, wo es mir einfällt. Die Wache, die müsste jetzt hier sein. Hier, wir haben deine Lieferung kaputt gemacht. Es tut mir leid, aber es sieht so aus, als wäre euer Geschenk beim Transport beschädigt worden. Ich habe befürchtet, dass so etwas passiert. Ich hätte ihm eine schicke Eisenstange oder so kaufen sollen. Wie auch immer, ich habe noch ein Paket hier. Könntet ihr wohl einen erneuten Zustellungsversuch wagen? Alles klar. Ich glaube, das machen wir auch mal. Ich hoffe, ich verschwende dabei nicht eure Zeit. Ich meine, ungefähr in diesem Bereich sollte wirklich ein Punkt kommen, wo wir in Adlerhorst keine Shades haben. Und ich bin mir fast ganz sicher, dass es jetzt ist. Ich meine, wir hätten jetzt nur gleich im Tunnel ein paar Fledermäuse. Und sonst sollten wir relativ shadelos sein auf dem Weg. Halt außer hier die auf dem Feld, aber den kann man ja eigentlich relativ easy ausweichen. Sofern ich kein Bullshit baue. Komm mir nicht zu nah. Von daher, ja. Und ich bin mir wirklich fast... Ich habe das damals oft probiert. Ich weiß noch, dass ich es wirklich oft probiert habe. Und ich meine, ich habe viele Sidequests ausgelassen, weil ich halt festgestellt habe, die sind nicht wirklich für, sagen wir mal, die allgemeine Completion wichtig. Aber das hier... Ich weiß, ich habe es geschafft. Und ich habe es oft versucht. Deswegen meine ich, es war wichtig. Und ich meine, es gab einen Trick, bei dem ich mich fürchterlich geärgert habe, dass ich den nicht vorher wusste. Und ich meine, es sollte jetzt der richtige Zeitpunkt sein. Hier haben wir ein paar Fledermäuse. Okay. Vorsichtig. Okay, ignorieren wir die, wenn die mich nicht angreifen. Oh ja, lass mich bitte richtig liegen, dass nur diese Fledermäuse da sind. Please. Please. Und? Es kommen keine Shades. Ja, ich glaube, das war's. Nice, ich habe mich an was erinnert. Ich habe mal was Gutes gemacht. Jetzt verlange ich Lob dafür. Ein Like dafür, dass ich mich an was... Nein, lass das. Jetzt geh bitte hier hoch. Ah, diese überdramatische Musik hier in Falkenhorst. Na komm, alter Mann, wir sind fast da. Du schaffst das. Übrigens, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube... Na, vorsichtig. Ich glaube, den Charakter, den wir spielen, der ist irgendwie 38 oder so. Was ich vielleicht auch noch gar nicht erzählt habe und was vielleicht ein guter Moment ist, um das mal anzusprechen. Es gibt zwei Nier-Spiele. Tatsächlich. Ja. Und zwar, es gibt einmal Nier Replicant und Nier Gestalt. Und was wir spielen, ist Nier Gestalt. Wo wir halt einen Vater spielen. Und in Nier Replicant würde man den Bruder von Jonah spielen. Der dann auch 15 ist. Also er ist halt auch wesentlich jünger. Von daher, wenn manche Dialoge komisch vorkommen, bedenkt, man hat quasi zwei verschiedene Charaktere. Hey, ich habe ein Geschenk für euch. Für mich? Ja, alles klar. Nun lasst es hier und geht. Diese Stadt macht mich wahnsinnig. Nun, ich denke, ich sollte meinen Kunden mitteilen, dass sein Geschenk heil angekommen ist. Nice. Also Leute, wenn ihr jemals Probleme bei dieser Quest hattet oder wenn ihr jemals bei dieser Quest seid, denkt immer daran, nachdem ihr keine getroffen habt, könnt ihr die wunderbar erledigen. Das wisst ihr jetzt nur dank mir. Ja, auch. Aber gut, gelandet. Im Ernst, ich hätte tierische Angst hier irgendwie zu leben. Ich meine, stellt euch vor, ihr wohnt hier. Was ist das denn? Ich meine, es sieht cool aus, aber hier zu wohnen? Please, nein. Ich würde komplett drauf verzichten. Ne? Fucking Fledermäuse. Ihr auch, oder? Ah, komm, lasst mich euch erwischen. Ah, dann halt nicht. Okay, doch, einen habe ich erwischt. Was gibt's hier? Golderz, ah.
Weiß man nicht, was man mit Golderz anfangen kann, aber man kann irgendwas bestimmt damit anfangen. Ah, gibt ja halt auch einige Sachen in dem Spiel. Ach, es gibt so viel, was man tatsächlich machen kann, aber was nicht unbedingt notwendig ist. Man kann sogar, falls ihr das mal gesehen habt, neben unserem Haus, das werdet ihr gleich nochmal sehen, haben wir ja so ein Beet. Man kann zum Beispiel Reis anpflanzen. Man kann wirklich so ein Reisfarmer werden und damit gut Geld machen. Übrigens, wunderbare Tageszeit gerade. Und da ist das Schwein, was ich meinte. Und ich meine... Das... Ja. Ah, fuck. Habt ihr gesehen, wie viel Leben da abzieht? Nee, ich glaube, ich ziehe mir mal Kräuter rein. So, ja, gib mal. Sonst sterbe ich. Komm her. Man kann ihn zwei, dreimal schlagen. Das ist übrigens die einzige Taktik, wie man ihn vernünftig erledigen kann. Ja. Oder ich kann mal versuchen, die ganze Zeit immer mit Magie drauf zu schießen. Das ist auch eine Taktik. Machen wir es abwechselnd. Komm her. Ich meine, das... Wo ist mein Cursor? Ach, da ist mein Cursor. Friss das! Vergegen Schwein. Ja, komm. Renn noch mal gegen die Felsen. Vollidiot. Schnell hoch. Du kriegst mich nicht. Na. Und? Komm her. Oh, er ist kaputt, oder? Nein, er ist nicht kaputt. Warum hat er sich so lange hingelegt? Na komm. Oh. Fuck. Komm, renn wieder gegen den Stein. Sehr schön. Ja, das kann eine Weile dauern. Es ist auch nicht angedacht, würde ich mal behaupten, dass man gegen ihn jetzt schon kämpft. Deswegen ist er halt auch stark. Und zieht uns halt fast unsere gesamten Leben mit einem einzigen Schlag ab. Aber ich... Ja... Man findet ja immer irgendwelche Tricks, wie man zu starke Gegner erledigen kann. Komm schon, irgendwann ist doch mal Schluss, oder? Willst du mich eigentlich verarschen, Schwein? Oh, fuck. Und? Habt ihr auch heute schon ein Wildschwein gejagt? Indem ihr es die ganze Zeit gegen einen Stein rennen lassen habt? Ach, Schwein, please. Das ist ein guter Winkel. Na komm. Ah, weg hier. Willst du mich verarschen? Bist du immer noch nicht erledigt? Was ist los mit dir, Schwein? Ah, komm schon. Ich glaube, der gibt nicht mehr auf, oder? Oh. Nicht treffen lassen. Schwein, please. Oh, fuck. Na, er ist nicht gegen den Stein gerannt. Okay. Oh, fuck. Komm schon. Och, Schwein. Was soll denn das? Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich mache irgendwas grandios falsch. Ich war mir wirklich sicher, dass man das Schwein hier erledigen kann.
Man kann ihn wirklich als Reittier benutzen. Glaubt mir, Leute, glaubt mir. Please. Es, komm schon. Ja, geht doch. Wie jetzt? Wir haben ihn einfach nur erledigt. Eberfleisch halten. Fuck. Fuck. Was? Hey, jetzt sammelt das ein. Kann natürlich sein, dass es eigentlich doch eher eine Quest ist, bei der man den Eber zähmen kann. Eventuell habe ich gerade unsere und eure Zeit verschwendet. Da erinnere ich mich mal an eine Sache und verkack eine andere. GG, ich. GG. Hat der Schatten auf den Scheiße gerade das Schaf attackiert? Was ist los mit dir? Lass mal das Schaf in Ruhe. Ey, du kriegst jetzt die Faust. Ah, wenn ich getroffen hätte. Na komm. Du auch noch. Ich meine, altes Schulbuch. Das ist immer noch fucking seltsam, dass sie sowas droppen. Ah, meine Augen. Ja, das Spiel hat einige Probleme mit Lichteffekten. Oh Mann. Jetzt habe ich immer viel Zeit vertrödelt. Na gut. Der gute Mann hier hatte noch eine Quest. Entschuldigt! Hey, kann ich euch um einen Gefallen bitten? Ich bin gerade im Dienst, aber ich muss jemanden eine Nachricht überbringen. Ich habe bei der Frau des Schmieds Trainingswaffen geordert, aber sie sind immer noch nicht eingetroffen. Könntet ihr zum Handelsbezirk gehen und mal bei ihr nachfragen? Ja, komm, machen wir das einfach. Ah, sehr schön. Dann sprecht mit der Frau des Schmieds für mich. Ja, machen wir irgendwann. Jo, wir haben die Waffen ausgeliefert. Die Ware ausgeliefert. Waffen. Euer Freund ist ein echter Charmeur. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ja, er kann Fremden gegenüber mitunter etwas ungehobelt sein, aber er hat ein gutes Herz. Wie auch immer, ich habe eine Kleinigkeit für euch. Die Mission... Ich habe nur Geld bekommen. Willst du mich verarschen? Ich habe mich doch falsch erinnert. Oh nein. Oh nein. Ja, gut. Das war ein erfolgreicher Part, würde ich mal behaupten. Wie viel Zeit haben wir? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Erstmal wieder in das eigene Haus ausraumen. Intelligenztropfen. Ja, die kann ich gut gebrauchen. Die kann ich echt gebrauchen. Was haben wir hier noch so? Komm. Verteidigungstropfen. Nice. Und hier? 500 Gold. Wo kommt das Geld immer nur her? Jona? Jona, was ist los? Es tut so weh. Das wird schon wieder. Ich hole etwas Medizin. Halte einfach durch. Papa! Was? Mach nichts Gefährliches. Werde ich nicht. Ja gut. Okay, die sagt nochmal genau das gleiche. Ja gut. Jona geht's nicht wirklich gut. Die Runenpest scheint sich schnell auszubreiten. Sie benötigt etwas gegen die Schmerzen. Mal sehen, ob Popola eine Idee hat. Ach so, okay. Dann, keine Ahnung, ob sie irgendeine richtige Reihenfolge gegeben hätte. Egal, gehen wir noch zu Popola. Die Zeit nehmen wir uns. Ich meine, ist ja nicht weit. Es lädt. Na, Popola, hast du eine Idee? Hey. Hast du irgendwelche Medikamente gegen Schmerzen, Popola? Schmerzmittel? Es ist für Jona. Ihre Schmerzen sind
Sie werden ziemlich heftig. Das arme Mädchen. Nun, ich nehme an, wir könnten es mit Schamanenfisch versuchen? Nie davon gehört. Du kannst sie in Meeresfront fangen. Ihre Leber enthält eine Chemikalie, die angeblich die stärksten Schmerzen besiegt. Klingt gut, aber wo liegt Meeresfront? Draußen, hinter den Südfeldern. Vor kurzem wurde dort Schatten gesichtet, also sei vorsichtig. Du hast noch was zu sagen? Ah, sehr gut, auf dich habe ich gewartet. Könntest du 2 medizinische Kräuter aus den Nordfeldern für mich besorgen? Ich bin ziemlich erschöpft und könnte eine kleine Stärkung vertragen. Dein Ernst? Sie wachsen für gewöhnlich im Gras und am Fuße des Baumes, Fuße von Bäumen. Ich glaube nicht, dass sie schwer zu finden sind. Zwei medizinische Kräuter? Alles klar, ruh dich ein wenig aus, bis ich zurück bin. Na komm, die haben wir doch, oder? Danke für die Besorgung der Kräuter. Ich werde wohl langsam alt, wenn ich schon dieses Zeug brauche. 500 Gold. Nice. Na gut, wenn wir eh da waren. Das bisschen Sidequesting. Und dann noch ein bisschen runterfallen. Ja gut, da hatte ich gerade doch was Falsches im Kopf. Ich dachte, wir würden jetzt schon eine Wahl zwischen 2 Gebieten haben. Es kommt dann später nochmal. Also jetzt kommen wir erstmal... Jetzt kommen wir lustigerweise zu einer Stelle... Wo, die ich noch gespielt habe und danach habe ich, glaube ich, gequittet. Oder kurz davor habe ich gequittet und 3 Jahre Pause von dem Spiel gemacht. 3 fucking Jahre, weil der Anfang so slow war. Aber danach, Leute, vertraut mir, danach ging es ab. Und ich habe es, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen, 3 Tagen so durchgespielt, was für mich schon ein bisschen heftig ist. Aber ich würde sagen, fürs Erste war es das mal mit dem Part. Sorry, dass ich irgendwie mit dem Schwein ein bisschen die Zeit verschwendet habe. Ich mache mich für den nächsten Part schlau, okay? Naja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.